Moin, liebe Lüt. Ich habe es euch ja versprochen, den Kara Live von Weinsberg noch mal genauer anzugucken. Jetzt steht auch das Fahrzeug hier auf dem Stand, das gestern noch für die Premiere auf der Vorführung auf der Bühne gestanden hat. Das ist jetzt nicht mehr der Versuchsträger auf der Seite, sondern das ist schon das seriennahe Fahrzeug. Es ist auch noch nicht der Endstand in der Serie, wie das Fahrzeug nachher kommen soll. Auch daran haben sie noch ein, zwei Sachen gefunden, die in der Serie verbessert werden sollen. Ihr seht den Andrang, das Fahrzeugkonzept kommt an. Ich habe einiges an Kommentaren von euch gekriegt auf meinen ersten Messerundgang, dass die Faltdusche, die ich da ja nun auch prominent in dem Video dann als eine der Neuheiten vorgestellt habe, euch zum Teil nicht so gefällt. Ihr macht euch Sorgen darum, dass das unten dann im Fach ja anfangen könnte zu schimmeln, weil es feucht ist. Ich sage jetzt nicht, dass das die Lösung für alle ist und dass jetzt alle Grundrisse so aussehen sollen. Aber durch diese Faltdusche ist es einfach möglich, ganz neue Grundrisse zu gestalten in den Fahrzeugen. Und das ist tatsächlich eine Neuigkeit, die ich dann auch tatsächlich sehr positiv finde. Denn in den Grundrissen ist mir zu viel einerlei. Also da ist zu wenig Anpassungsmöglichkeit an die jeweils individuellen Bedürfnisse. Und wer nur gelegentlich mal im Fahrzeug die Möglichkeit haben will zu duschen, für den, finde ich, ist das tatsächlich eine sehr gute Lösung. Ich selber bevorzuge auch meine feste Dusche im schwarzen Schaf. Das ist keine Frage. Ich dusche aber auch häufiger in meinem Fahrzeug. Wer aber nur die Möglichkeit haben will, gelegentlich mal im Fahrzeug zu duschen, für den ist das eine sehr gute Lösung. Und es macht natürlich den Grundriss jetzt auch möglich, den wir hier drin sehen. Hier kommt dieser Grundriss, den viele Selbstausbauer verwenden, einfach mal ab Werk und dann natürlich auch in einer Ausbauqualität, die sich dann auch sehen lassen kann. Und das wird durch das Prinzip der Faltdusche möglich gemacht. Ich habe es ja im Messerundgang schon einmal gezeigt, aber hier haben wir noch mal extra auf Messestand aufgebaut. Ihr habt hier oben also Einhaker. Die sind auch in der Decke verschiebbar. Die kann man auch ein bisschen in die Position ziehen, wo man sie braucht. Da wird der ganze Vorhang eingehängt. Unten wird er hier über die Pilzköpfe arretiert. Die sind magnetisch und haben eine Pilzkopfverriegelung. Die Pilzkopföffnung ist hier nach unten. Das heißt, ich muss ein bisschen spannen den Stoff. Hier einlegen. Oh, das ist ein Dusch. Das ist eine Dusche. Und dann hält das hier unten. Der Eingang hier vorne ist auch komplett magnetisch. Und im Gegensatz zu gestern ist jetzt auch mal hier der Duschkopf eingehängt. Der war gestern nämlich noch gar nicht da auf dem Messestand. Hier seht ihr jetzt also auch, dass der Duschkopf tatsächlich oben dann untergebracht ist. Wenn ihr mal reinschaut, das ist wirklich eine großzügige Dusche, die sich daraus ergibt. Verschwindet komplett unten drin. Immer gerne, fragen Sie. Ja, das ist jetzt ja ein Muster. Ne? Die Decke hier ist quasi auf dem Musterstand. Ich höre auch nicht zum Stand. Nee, ich mache das gerade so für mich selber. Aber wenn man das im Fahrzeug sieht, das hat an der Stelle Standhöhe. Man kann da wirklich voll drin stehen. Und das, dahinter sieht man jetzt nicht, weil das jetzt aufgebaut ist. Dahinter ist eine Klappe. Wenn man das unten reingelegt hat, ne, das sollte man natürlich, dann, wenn man es länger wegpackt, sollte man es erstmal trocknen lassen. Wenn es mal nur für den Tag ist, dann kann man es auch nass da reinpacken. Dann wird einfach der Boden quasi mit einem Klappscharnier nach vorne gezogen. Man hat wieder Stellfläche für den Tisch. Ne? Auch nicht schlecht, ne? Ja. Die ist gut. Die macht vor allen Dingen, und das finde ich interessant daran, die macht andere Grundrisse möglich. Ne? Ja, ja. Denn ansonsten ist immer die Duschkabine, die WC-Kabine, die beherrscht gerade in den Kastenwagen so ein bisschen den Grundriss. Ja, ne? Ja. So, man sieht, da ist wirklich viel Platz. Ja, ja. Der Duschvorhang selber hier. Okay. Ist mit Magneten, dass es dann auch abschließt. Dadurch wird jetzt ein anderer Raumschnitt möglich. Wie gesagt, hier haben wir jetzt das Fahrzeug, es ist belagert, das dann auch in der Serie so angeboten werden wird. Es sind noch, haben Sie mir verraten, kleine Details, die sich noch ändern werden in der Serie. Aber hier ist es schon wirklich jetzt die seriennahe Fassung. In meinem Messerundgang habe ich euch ja den Versuchsträger davon gezeigt. Gehen wir schon mal auf die technischen Daten ein. Weinsberg Kara Live 630 LQ. 59.990 Euro in der Grundausstattung, so wie er hier jetzt ausgestattet ist, landen wir bei 72.000 Euro. Die Serienausstattung schauen wir uns einmal an. Macht euch gerne ein Standbild, wenn ihr da die Details nochmal sehen wollt, was in der Serienausstattung alles drin ist.
und die Sonderausstattung, die hier jetzt ja auch zu Buche schlagen. Auch da könnt ihr euch natürlich gerne ein Standbild machen. Die Leichtmetallfallen schlagen hier zu Buche. Das Fiat-Paket, das Smart-Paket ist relativ hochwertig. Das weiß nicht, ob das Assistenzsysteme sind. Im Fahrzeug ist eine Dieselheizung verbaut. Die ist aufpreispflichtig mit alleine 1.180 Euro. Ihr habt eine Messeaktion, das gilt bei allen Weinsberg-Fahrzeugen derzeit. Ihr könnt Lithium-Ionen-Batterien zu einem vergünstigten Preis in das Fahrzeug hineinbestellen. 690 Euro pro Batterie. Ihr könnt auch noch eine zusätzliche Batterie dann dazu nehmen. Die liegt dann bei 699 Euro. Der Unterschied ist, hierfür wird die originale AGM-Batterie ja aus dem Fahrzeug rausgerechnet. Dass der Unterschied dann nur 9 Euro sind, das ist sogar eher ein bisschen wenig. Die Markise, die hier an dem Fahrzeug, am Ausstellungsfahrzeug gar nicht zu sehen ist, ist aber auch mit 1290 Euro bewertet. Auf dem Ausstellungsfahrzeug haben wir hier dann Lode ATs auf entsprechenden Delta-Felgen. In der Heckgarage erkenne ich jetzt nicht die großen Unterschiede zum Versuchsträger. Das sieht eigentlich weitestgehend deckungsgleich aus. Hier sind aber auch mal die Wartungsklappen offen. Da können wir auch mal ein kleines bisschen in die Technik reingucken, in den Technikraum. Durch die Dieselheizung ist ein Gasfach hier natürlich nicht erforderlich. Eines der Highlights ist ja hier das Barfach mit entnehmbarem Träger. Das hat hier jetzt auch gute Klappenfunktionen. Hier können wir den Träger entnehmen. Da könnt ihr dann eure Barzubehöre dann reinpacken und dann auch zum Tisch tragen. Auch von der Seite kann man das natürlich öffnen mit dem Auszug. Denn ansonsten, die Frage kam nämlich auch schon in den Kommentaren, wenn es da angebracht ist, dann kann ich ja nur an meine Bar ran, wenn ich die Schiebetür auf habe. Das ist bei Schlechtwetter etwas unpraktisch. Schauen wir noch mal hier die Serie dann an oder das Seriennahe, ein Spiegelschrank. Hier ist also ein kleines Badezimmer eigentlich versteckt. Da könnt ihr eure Badutensilien reinpacken. Hier haben wir regelrecht so etwas wie einen Kulturbeutel. Ah, der Kulturbeutel ist auch mit den Magnethaltern. Seht ihr das? Hier sind die Halter dafür. Hier sind die entsprechenden Nasen. Denn ich hinterlasse meine Fahrzeuge ja immer so, dass sie wieder vorführbar sind. Das Schöne ist, jetzt kann ich das auch ausprobieren. Wenn man sich daran gewöhnt hat mit den Pilzköpfen, geht das super einfach. Klasse, finde ich gut. Hier haben wir richtig Kulturbeutelmäßig. Wenn ihr dann also auf dem Campingplatz dann entsprechend loslauft, habt ihr das mit einem schnellen Griff in der Hand. Schön gemacht. Dann haben wir hier die Küchenzeile, auch schön. Die Nespresso-Kapseln, man kann von den Nespresso-Kapseln halten, was man will, aber das ist hier schön gemacht, dass hier mal so ein Halter einfach mal montiert ist. Ob das nachher in der Serie, wird es den Nespresso-Kapselhalter in der Serie so geben oder ist das jetzt nur ein Gag? Den wird es in der Serie so geben. Na, also ist so vorgesehen. Da haben wir dann Gasfelder, das heißt natürlich auch, es muss irgendwo ein Gasfach geben. Und hier haben wir einen hübschen kleinen Abfallbehälter, komplett zum Rausheben. Da kann man natürlich dann auch direkt reinschieben vom Schnibbeln, kann man nicht. Das wäre natürlich praktisch, wenn das hier irgendwo auf der Seite untergibt, aber dann wäre auch das Kochfeld zu sehr in der Ecke gewesen. Da haben wir auch nochmal einen Spiegel, auch mit Beleuchtung, so wie es aussieht. Hier sind auch nochmal Bodenbeleuchtungen. Auch im Heck kann ich hier dimmen, anschalten, ausschalten. Sitzgruppe, der Tisch ist rausziehbar, easy slide. Und hier hoffe ich jetzt mal tatsächlich, dass ich die Matratze auch mal rauskriege. Das ging in dem Versuchsträger gestern nicht. Ich stelle euch noch mal hin. Hier ist ein Griff drin, da kann man dann entsprechend hochheben. Und dann kann man ziehen, aber auch hier ist das Problem, die Matratze bleibt hier dran hängen. Also auch hier kann ich euch die Bettfunktion nicht so zeigen, wie sie eigentlich gehört. Aber das soll in der Serie noch bereinigt werden, dass es hier dieses Problem mit der Matratze und dem Schrank so nicht mehr gibt. Auch da sind noch mal Fächer. Das obere Fach ist sogar schon offen gewesen. Schrankfach mal eins exemplarisch geöffnet. Wir haben ein großes Heki quer eingebaut. Und hier ist ja nun das, was es alles möglich macht, die Faltdusche im Fußboden versteckt. Wir stellen dann auch wieder die Sitzkissen auf für die nächsten. Die stehen hier auch schon Schlange.
länger halte ich das Fahrzeug dann auch nicht fest. Viel Spaß beim Gucken. Wie sind die zugelassen, Sie als Camper? Hier ist dann das Gasfach. Auf diesem Fahrzeug ist es verschlossen. Aber das hat er mir schon verraten. Auf dem Versuchsträger haben sie das Fach offen. Das heißt, sie gehen jetzt rüber zum Versuchsträger. Da ist er, der hat ein etwas anderes Dekor drauf. Und hier kann ich das Gasfach auch öffnen. Wir haben hier also ein Vorfach. Hier darf man tatsächlich dann auch noch Stausachen unterbringen. Denn das hier ist das eigentliche Gasfach. Das muss hier gasdicht sein und eine Entlüftung nach unten haben, dass wir hier auch sehen. Hier passt ganz locker eine 5-Kilo-Flasche rein. Überhaupt gar kein Thema. Fürs Kochen hält das ja eine halbe Ewigkeit. Geheizt wird, wie gesagt, mit einer Dieselheizung. Hier sehen wir auch den Mülleimer und die Unterseite von dem Gaskochfeld. Hat sich aber eigentlich noch mal eine schöne Staufläche ergeben, wo man noch mal ein paar Sachen drin unterkriegen kann. Ihr seht, das Fahrzeug ist umlagert. Ich kann das auch verstehen, dass es umlagert ist. Es ist mal ein anderer Grundriss. Es bringt mal neue Ideen in das Ganze rein. Von der Falldusche an sich kann man halten, was man möchte. Es gibt aber Leute, für die ist das genau die richtige Lösung. Und ich denke auch, wenn man jetzt nur mal einen Tag von A nach B fährt und da der Duschwagen feucht unten reingepackt werden muss, da passiert nichts. Wenn ihr das Fahrzeug für einen Monat wegstellt, feucht, dann habt ihr natürlich das Problem, dann kann sich auch Spark und Schimmel entwickeln. Dann würde ich aber einfach in der Fahrt, wenn ich weiß, der soll jetzt nochmal durchtrocknen, die Duschkabine einfach aufgehängt im Fahrzeug mitbewegen. Dann trocknet der Duschvorhang in sehr kurzer Zeit auch ab und lässt sich dann problemlos in der Duschtasse verstauen. Ich finde es auf alle Fälle mal ein interessantes Konzept. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Wer nicht abonnieren will, ist nicht so schlimm. Aber ihr verpasst keins meiner Videos mehr und ich freue mich über jedes eurer Abos. Bis zum nächsten Mal, euer Michael.